So, liebe Fans, heute ist es endlich mal wieder soweit. Endlich geht's wieder los mit der Steinicam. Ich habe jetzt mal wieder Zeit gefunden, euch eine neue Folge zu präsentieren. Und in der Folge präsentiere ich euch die Trainingshalle der Rhein-Neckar-Löwen. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, im Foyer. Hier seht ihr das Foyer. Draußen steht Connys Auto. Und hier schafft er auch schon unser Conny. Es gibt immer was zu schaffen. Und wie ihr seht, da hier fleißig Stühle umräumen und die Flasche sortiert und alles Mögliche. Hier sind zwei Toilette. Und hier die, wo wir müssen, vom Training, nach dem Training. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Schönen Tag noch. Hier habt ihr einen schönen Blick aufs Stadion von uns. Da können wir auch immer, wenn wir in der Vorbereitung sind oder mal weniger Spiele haben, die Zeit verbringen und die Runden drehen. Macht man immer ein bisschen weniger Spaß, aber je nachdem muss man laut gemacht werden. Machen wir mal weiter mit dem Videoraum. Der berühmt-berüchtigte Videoraum. Hier verbringen wir viele, viele Stunden, Minuten, Sekunden in unserer Laufbahn. Hier ist das die Pressewand, die aufgestellt wird, falls irgendwelche Interviews, Pressekonferenzen anstehen. Ja. So. Und da kommen sie, die Stars der Rhein-Neckar Löwen, Andi Schmid und Uwe Gensheimer. Sie sind jetzt gerade angekommen mit ihren Autos hier. Man sieht es alles, auch hier der schöne Panoramablick auf Gronau. Hier der Fußballplatz mit dem Internat und der Schule dahinter. Und ja. So, gehen wir mal wieder vorbei. Hier seht ihr noch das Büro vom Trainer. Jetzt wieder runter. Hallo Kumpels! Hallo Stauni! Was ist denn alles? Ich weg so. Oioioi! Ich bin kaputt. Was ist los? Ich bin kaputt. Warum? Weiß ich nicht. Hast du so hart gespielt? Einmal gespielt und kaputt? Ja, kaputt. Scheiße. Was ist los, Andi? So, und jetzt sind wir hier im Kraftraum der Rhein-Neckar-Löwen. Hier seht ihr alle Geräte, alles. So, Fernseh, die Musik oder die Spielschauen, die Musik hat auch geredet und ja, das sind die Geräte, die haben jetzt dann das Spiel gemacht. Das war jetzt der Rundgang durch die Trainingshalle. Ich finde, wir haben eine schöne Halle mit vielen Möglichkeiten hier und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben ja gestern den Einzug ins Final Four geschafft und ich hoffe, ihr seid alle mit an Bord, wenn wir in Hamburg um den Titel kämpfen. Und dann sehen wir uns dort. Macht's gut, viel Spaß, bis dann. Hier ist Nico. Und das war's. Tschüss.